Airflow's latest accomplishment in the advancement of skateboard design. Das ganze Projekt hat eigentlich angefangen letztes Jahr im Herbst. Das war die Zeit, in der ich immer noch in Malaysia war. Ich habe dort 3D-Design gemacht für Kletterwände und habe mich relativ viel damit beschäftigt, wie man aus zweidimensionalem Material etwas Dreidimensionales generieren kann. Gleichzeitig hat das Team in der Schweiz eigentlich das Bedürfnis formuliert, dass man ein besseres Freeride-Brett hat, das ein dreidimensionales Concave hat. We sat down with all the riders in a brainstorm session on what the riders want for a freeride board. Nach dem Studium von Positionen, wo man auf dem Skateboard einnimmt, Fußstellungen, Speed Hockey, wie man auf dem Brett steht beim Sliden, sind wir eigentlich darauf gekommen, dass es angenehm wäre, wenn man einen leichten Rocker hat. Das heisst, dass die Standfläche vorne aufgezogen ist und hinten auch. Ein ganz wichtiges Detail ist dann eben das Ausserrist-Concave. In diesen grün markierten Zonen haben wir ein Ausserrist-Concave. Es ist ein sehr definierter Knick im Brett, so angeordnet, dass es vom Fahren her ergonomisch Sinn macht. Man weiss, wo man steht. Und gleichzeitig rutscht man deutlich weniger in Richtung von der Rolle. Das Brett ist sicher bei Airflow eines der aufwendigsten Bretter, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich fühle mich auf diesem Brett so wohl wie vorher fast noch auf keinem anderen Brett. Und ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass das Brett fürs 2011 mein Rennbrett wird.